If you don't have the attention of the customer, you cannot sell him or her anything. Well, that's something I learned the hard way when I was selling insurances as an agent in the street of Hamburg. And in this talk in the beautiful city of Leipzig, I share how we hack the attention of B2C and B2B customers. But be aware, this talk is in German. Wer hat jetzt schon mal was von Digital Scouting gehört oder bei LinkedIn, Xing, YouTube irgendwann mal über uns gestolpert? Okay. Ah, okay, sehr gut, okay. Warum, wer bin ich und warum soll das irgendwie relevant sein? Das bin nicht ich, sondern ich habe mit Prinz William eine Sache gemeinsam. Nicht nur eine wunderbare Frau, sondern wir sind 1982 geboren. Das heißt, ich bin 36 Jahre alt. Sonst wichtig für mich zu wissen, über mich zu wissen, ist, dass ich HSV-Fan bin und deswegen relativ glücklich zurzeit, trotz zweitliger Zugehörigkeit sozusagen, mit dem Pokal und allem. Vielleicht sehen wir uns ja in Leipzig mal wieder zum Halbfinale. Dann, ich habe tatsächlich für Versicherung gearbeitet. Das Wichtige dazu wissen ist, ich habe angefangen im Vertrieb als Kundenberater, ja, so aus der niedrigsten Hierarchiestufe, die man sich so vorstellen kann. Hat aber den Vorteil, dass ich tatsächlich auch so ein Wohnzimmer noch von innen gesehen habe und so einen Kunden und versucht habe, eine Versicherung zu verkaufen. Dann habe ich mich aber immer beschwert, das ist ja alles total analog hier, und bin dann sehr schnell in den Betrieb gegangen, eine Stabsabteilung, die sehr kurzfristige und mittelfristige Projekte gemacht hat bei der Allianz. Dann bin ich zum Startup Island quasi, oder ein Startup Ship, habe ich so angefeuert und habe Good Game Studios, in Online-Gaming-Hersteller, wo man so quasi so Computerspiele spielen kann, mitbegleitet von 0 auf 1200 Leute, ist auch für 270 Millionen Euro verkauft worden, 8 Jahre nach der Gründung im Keller der Eltern, der Gründer. Und was das interessant ist, die haben halt Produkte hergestellt, die sie dem Kunden kostenlos zur Verfügung gestellt haben und trotzdem sehr viel Geld damit verdient haben. Und die Philosophien kann man eben, glaube ich, auch in anderen Industrien annehmen. Ja, da war ich bei einer Privatbank, bei der Warburg Bank, da in der Tochtergesellschaft für die ganze Entwicklung digitaler Produkte und Services-Zustellung zuständig und jetzt eben Digital Scouting. Was wir machen ist, ich habe keinen Ton, aber ich kann trotzdem erzählen, was wir machen. Also wie gesagt, ich reise sehr viel rum und vor allem so in den USA, Europa, arabische Gegend, Asien und schaue mir da auf diversen Konferenzen oder auf sonstigen Events jeweilige Ökosysteme an, was für Trends gibt es dort, was für Business-Ideen, was für neue Features, was gibt es für neue Sachen, die man da so machen kann. Und da mache ich auch sehr viel Speaking und wie gesagt, wurde auch immer aufgehalten, sei schon mal angehalten, das auch mal schön alles aufzunehmen. Und das sind wir auch sehr aktiv auf Social Media, da schreibt man Artikel. Das ist aber sozusagen nur die Medienseite, das, was man so sieht. Das, was wir eigentlich machen, ist im Hintergrund tatsächlich, die helfen Banken und Versicherern, digitale Produkte und Services zu entwickeln, entweder weil man keine hat oder weil sie nicht funktionieren. Und wir machen das von, ihr kriegt eine PowerPoint, was man so mal machen könnte, bis hin, wo muss welcher Button hin. Was wir auch machen, ist Markteintritte, entweder also in irgendeines dieser Ökosysteme, wenn jemand von A nach B möchte, von den USA nach Deutschland oder meinetwegen von Deutschland in ein anderes Ökosystem. Dort helfen wir sowohl hinter den Kulissen Türen zu öffnen, zu Regulatoren, zu Playern, die schon da sind, zu potenziellen Partnern, weil im Zweifelsfall ich die Leute irgendwo mal auf einer Konferenz gesehen habe und mit denen und ihren Tresen mal Bier getrunken habe und dann geht das meistens dann doch relativ schnell, das mit der Intro. Wir machen auch Innovation Tours, wenn irgendjemand sagt, ich bin jetzt hier neuer Vorstand geworden oder Abteilungsleiter und ich möchte mal irgendwie gewisse Firmen kennenlernen. Und wenn ich die in Zweifel kenne, dann machen wir da auch so Touren, das ist aber ja so ein Traum. Aber was wir am meisten zurzeit machen, ist sogenanntes Attention Hacking. Das heißt, Leute sagen immer, Robin, wie kann das sein, dass du da im Internet so eine hohe Reichweite hast und zu den Zahlen kommen wir gleich. Und da teilen wir einfach unsere Erfahrungen, unsere Tools und Taktiken und machen da ganze Kampagnen. Und wie das funktioniert oder was wir da so machen, zeige ich gleich. Genau, ich sage aber immer so,
Ja, das kann ich euch hier hinstellen, viel erzählen und sagen, Himmel ist Jahrmarkt. Aber was sind denn die konkreten, harten Datenzahlen, Fakten? Und ich zeige diese Zahlen nicht, um damit irgendwie zu kokettieren, sondern einfach nur, dass dieses mit diesem Internet, ja, und dieses Content-Marketing wirklich funktionieren. Wir haben das alles gemacht ohne großes Budget, indem wir Content in vor allem im Versicherungs- und Bankenbereich kreiert haben, der eben relevant ist. Wir haben sowas gemacht, aber hat auch sehr viel Glück. Ja? Wir haben zum Beispiel einen Artikel geschrieben über Amazon, über Amazon, dass sie in den Versicherungsmarkt reingehen. Boom, das wurde einer der meistgelesensten Artikel in Deutschland des Jahres, eben im Versicherungsbereich. Oder wir haben ein lustiges Video über Rückversicherer gemacht, total shaky, das sollte man sich auch nicht mehr angucken. Ja? Wir sind mittlerweile auch von der Produktionsqualität ein bisschen weiter. Das haben sich 60.000 Leute angeschaut. Und dieser Content, den wir immer erstellt haben, der eben führte eben immer zu immer weiteren Followern, immer weiterer Reichweite. Das ist die Konsequenz von dem Ganzen hier. Also wir hatten insgesamt 50.000 Follower, aber das ist gar nicht so das Relevante, sondern eher so auf die Reichweite, die regelmäßig die Content, den wir rausstellen, produziert. Und das sind natürlich nur meine Best Cases, es gibt natürlich auch Content, der mir nicht so gut geht, aber ich habe nämlich nicht mal die. Die reale Konsequenz von diesem ganzen Geteil auf Social Media ist folgendes, dass man unglaublich viele Anfragen kriegt. Anfragen für Interviews, Speaking, Podcasts, Interviews, Artikel, auch ich habe alleine in den letzten 12 Monaten 50 Interviews gegeben, auch da bei Carrier Management, Les Echos, also auch wirklich bei Journal, bei Medien, die wirklich irgendwie auch in der alten Welt relevant sind. Das heißt, das Ganze, was man so im Internet macht, das ist eine reale Konsequenz eben hat. Ja, was haben wir noch so gemacht? Wir machen solche Sachen wie hier zum Beispiel mit Co-Autor von The Insurtech Book, wenn das noch nicht kennt, machen solche Sachen. Genau, wir sind auf diesen Rankings und das ist eben ein Thema, das ist eben diese Rankings. Da gibt es auch so Diskussionen, ja, was messen die dann eigentlich, Anhänger, Reichweite, Retweets und sowas. Aber das Witzige ist, dass die auch eine reale Konsequenz in der Welt haben, nämlich die führen auch zu Anfragen und solchen Sachen. Genau, andere erzählen natürlich auch, dass sie ganz toll sind. Was mir immer wichtig ist zu sagen, dass wenn man Online-Sachen macht, dass das nicht nur eine, zumindest oder wenn Leute in diesen Bereich gehen wollen, dass man nicht nur Sachen online macht, sondern dass auch meistens eine Offline-Komponente haben muss. Wie gesagt, ich sitze ja nicht nur zu Hause und tweete den ganzen Tag, sondern wie gesagt, ich reise rum und mache mit so ein paar Sachen. Und wer kennt eigentlich die Klage, oder wer hat gehört von der Klage von Lemonade gegen WeFox? Vor einem Jahr. Ah, okay. Also was ist passiert? Lemonade, ich glaube, man kann sagen, dass da Insurtech in den USA hat eben das deutsche Insurtech WeFox verklagt. Und es ging ja auch durchaus um einen signifikanten Betrag oder Sachen. Und bei mir war das halt so, ich kannte beide, ich kenne Daniel Schreiber und Julian Teike, schätze beide enorm. Und mich hat es wahnsinnig geärgert, dass die sich eben gegenseitig, oder dass es zu so einer Konfliktsituation kam. An deren Ende, und das habe ich noch nicht erwähnt, habe ich lange Zeit für ein Familienunternehmen gearbeitet, also für mit über 60.000 Mitarbeitern. Und was ich dort von Senior gelernt habe, ist, was macht man in solchen Situationen? Man setzt die Unternehmer in einen Raum und da lässt keinen Anwalt rein. Und das war letzten Endes das, was Daniel, Julia und ich auch gemacht haben. Und dann in einer Marathonsitzung, wo ich jeden einzelnen Punkt der Klageschrift durchgegangen und dann ein Agreement geschaffen, was dazu geführt hat, dass am Ende die Klage zurückgezogen worden ist. Natürlich, und warum erzähle ich diese Geschichte? Ich erzähle diese Geschichte, dass wie gesagt, all das mit Online-Retweets, Reichweite, Views, dass das eben, was ich wichtig finde im künstlichen Bereich, dass man eben auch einen realen Einfluss, einen realen Leben haben muss. Genau, oder dass man da tatsächlich mit Entscheidern spricht. Was wir auch machen, wir sind irgendwie mit auch den ganzen Konferenzorganisatoren nicht in Kontakt, sondern wir helfen denen, wir sind immer Medienpartner mit denen und deswegen können wir im Hintergrund eben da auch immer den Leuten ein bisschen helfen. Wie gesagt, das ist nur so ein kleiner Teil. Aber warum ist das alles relevant für euch? Das Ding, und ich glaube, da muss ich bei euch jetzt keinen überzeugen, ist einfach, dass sich die Aufmerksamkeit des Kunden verändert hat. Wenn man dem Kunden etwas verkaufen will, und das nehme ich vom Vertrieb auch mit, oder was ich damals bei meinem Allianz-Testclub-Vertreter gelernt habe, wenn du nicht die Aufmerksamkeit des Kunden hast, dann egal was du für ein Produkt hast, der kann es ja nicht kaufen, weil er weiß ja gar nichts von dir. Also du musst die Aufmerksamkeit haben. Und ich glaube, wenn du heute im Internet nicht präsent bist, und zwar in einer gewissen Form oder in einer gewissen Quantität und Qualität, dann existierst du schlichtweg nicht.
Gute Nachrichten sind, es gibt Formate, die sich über die letzten 100 Jahre nicht geändert haben. Der Mensch konsumiert immer noch Text, Video, Audio und Foto. Foto haben wir gerade eben sehr viel drüber gehört. Also das Format hat sich nicht geändert, aber es hat sich der Kanal geändert. Denn so sah die gute alte Welt früher aus. Man hatte das Unternehmen, man hatte die Aufmerksamkeit des Kunden und man hatte klassische Geldgeber wie klassische Medien, Zeitungen, Rundfunk, Fernsehen. Und dazu zählt mittlerweile zu klassischen Medien auch irgendwie die klassische Online-Advertisement wie Google Ads beispielsweise, die sich in die Zwische dazwischen gesetzt haben und die Hand aufgehalten haben bei den meisten Kunden, wenn man dessen Aufmerksamkeit wollte. Es gibt die Medien immer noch. Es gibt immer noch Zeitungen, Fernsehen, Radio, das ist gar kein Problem. Es gibt es immer noch, aber was ist halt, die Bedeutung ist deutlich kleiner und es gibt halt sehr viele Kanäle, die direkt zum Kunden gehen, die halt eine Alternative sind. Und ich glaube, dass eben diese Veränderung auch neue Technik und Tools einfach brauchen, dass man nicht mit der alten Welt das machen kann. Ja, was sehen wir hier? Wir sehen hier einfach, das ist die gute alte Zeit. Wir haben einfach quasi die Aufmerksamkeit des Kunden, ist das grüne, rot ist die Medien quasi das, wie sozusagen Marketing das bespielt und wir haben die Medien sozusagen on top. Was wir jetzt sehen, ist, wir sehen eine dramatische Veränderung mit der Aufmerksamkeit des Kunden, aber die Unternehmen immer noch Marketing machen häufig, ja, das verändert sich so langsam so ein bisschen, es wird auch investiert, aber nicht in den dramatischen Bereich, was sie eigentlich machen müssten, wo sie eigentlich heute die Aufmerksamkeit ist. Aber das ist die gute Nachricht, gerade für kleinere Player auch im Versicherungsbereich. Eigentlich ist das Beste, was die Situation wie sein kann, weil das bietet auch kleineren Player, nämlich die diesen Window of Opportunity rangehen, die Möglichkeit überproportional zu wachsen. Zumindest bis die großen Jungs nachgezogen sind und dann sozusagen die Preise auch wieder und auch diese Aufmerksamkeit wieder entsprechend ihrer des Umsatzes her anziehen. Aber das ist eigentlich eine Riesenchance, auch gerade für Social Media im Versicherungsbereich. Dieser Unterschied zwischen wo ist die Aufmerksamkeit des Kunden und wo ist eigentlich das meiste vom Marketing. Genau. Genau, jetzt kommen wir zu meinen 10 Hacks. Ich hieß zwar, es gibt nur 5, aber ich habe gedacht, ach komm, nehmen wir mal 10 mit. Mein erster Hack ist, aber das ist ja, glaube ich, ein No-Brainer, ist zu sagen, Content is King. Ich glaube aber, das ist nicht so ein allgemeines Zusammen. Nicht nur quasi eine allgemeine Weisheit ist, sondern dass man sagt, okay, woran liegt das denn eigentlich? Wir haben erstmal die Aufmerksamkeit des Kunden als eine der 4 Schichten vom Internet. Wir haben die Aufmerksamkeit des Kunden, daran wollen wir ran. Es gibt das Internet als Infrastruktur. Ich glaube, da kann ich kein Versicherer einen Hebel dran, da was zu machen. Und jetzt sage ich, entwickle jetzt mal irgendwie eine neue Datenautobahn. Aber zum Beispiel Applikationen sind auch eine Schicht im Internet. Die sind nämlich auf der Infrastruktur oben drauf. Und es gibt ja auch Versicherer, die versuchen die mit Apps und Webseiten und sowas aus. Und dann ist die 4. Schicht Content, die man eben bespielen kann. Das Gute ist, wenn man keine eigenen Applikationen oder keine Infrastruktur hat, kann man trotzdem irgendwie mit Content das von anderen benutzen. Und genau, was ist das Learning? Content is King. Ich würde mir immer überlegen, egal was im Unternehmen gerade passiert, wie kann ich daraus jetzt Content kreieren? Mein zweites Thema ist, Werbung ist tot. Das haben wir jetzt auch schon gerade eben im Vortrag vorhin gehört. Keiner möchte mehr irgendwie Jürgen Klopp im Mittelklasse Opel sehen. Ja, keiner glaubt, dass der das Ding wirklich fährt. Ja, und ist auch okay, das sei ihm auch alles gegönnt, aber das zieht einfach nicht mehr. Und ganz, ganz viele Studien zeigen das noch. Unternehmen verschwenden meiner Meinung nach immer noch Millionen da drin, solche Werbeformate eben zu bauen. Und Kunden, das sieht man in sehr vielen Content-Bereichen auch, die mögen das einfach nicht. Mein Lieblingsbeispiel ist immer irgendwie, wer hat den Super Bowl gesehen? Ha, okay, cool, ja. Super Bowl gibt es auch immer quasi die Halbzeitwerbung und die Halbzeitwerbung ist die teuerste Werbung, die man sich auf dem Planeten kaufen kann. Was passiert, wenn der Super Bowl die Halbzeit ist und die Werbung kommt? Die Leute holen alle ihr Handy raus und gehen auf Twitter oder WhatsApp und Threema und die Nutzerzahlen explodieren. Aber die Preise, die diese Werbung noch kostet, ist so, als ob jeder noch gebannt vom Fernseher sitzen würde und sagen, ach, was sehen, was sich Pepsi dieses Jahr ausgedacht hat. Und das ist mein Learning. Keiner will Werbung und auch keiner will Produktwerbung mehr. Das heißt, ich glaube, wenn man auch ein neues Versicherungsprodukt rausbringt, keiner will die Leute. Ich weiß nicht, ob es die Leute so interessiert, dass der Wäscheklau jetzt nicht mehr drin ist in der Hausratversicherung und irgendwie für 5.000 Euro nur Cyberversicherung. Ich glaube, die Leute wollen das alles gar nicht wissen. Ich glaube, die Leute wollen eher ein paar andere Sachen. Dann Quality is King. Ich glaube, und damit meine ich jetzt nicht irgendwie gigantische Budgets und teure Kameras oder so. Was ich damit meine, ist einfach,
dass Kunden wollen etwas wissen. Kunden wollen Hilfe, das Beispiel, mit dem das Kind schreit. Ja, und wie kann ich es beruhigen? Warum antwortet auf diese Frage eigentlich keine Versicherung? Ja, wir haben so viel Wissen über Kinder, ob das aus Schadenfällen aus der Kinderunfallversicherung ist, ob das aus der Kinderpflegeversicherung ist, ob das aus der Krankenversicherung ist, der privaten. Wir wissen super viel über Kinder. Warum teilen wir das nicht eigentlich dann dem Kunden mit? Und das ist nur ein Beispiel. Und ich denke, Versicherer als Experten für Risiken im Leben oder auch im geschäftlichen Bereich können einen Irrsinn an Content produzieren, hochwertigen Content, den keiner kann, im Übrigen auch nicht Technologieunternehmen und Startups, die in diesen Bereich reingehen. Man könnte zum Beispiel solche Sachen noch machen wie zum Beispiel bei einer Rechtsschutzversicherung zu sagen, ja, was muss ich denn eigentlich achten, wenn ich gerade fristlos gekündigt bin, was muss ich bei Kindern achten, also das ganze Leben dadurch, was muss ich machen, wenn meine Kinder zur Universität gehen, was muss ich machen, wenn ich gerade zur Uni gehe, versichern, das gibt tausende von Lebensereignissen, wo man eben solche Sachen mit solchen Expertenrat machen kann und die kann man auch nochmal sozusagen targeten, also Qualität und so eine Art von Wissen auszubringen. Dann ich persönlich glaube, dass man das Internet am Ende des Tages mit Inhalten fluten muss. Und wenn mir Leute sagen, auch so gerade Entscheider, die dann sagen, ja Robin, sag mal, was ist das eine einzige Sache, sag mal den einen Tipp, die eine Sache, die ich jetzt hier mitnehmen kann, sage ich, mehr. Jeder, der glaubt, dass er schon genug macht und genug reinbringt, und deswegen war ich sehr froh über die AI und Machine Learning Sachen, die jetzt gerade im Hintergrund auch von den Technikern vorbereitet werden, die werden sich auch quasi den digitalen Footprint angucken und dann gucken, was für eine Relevanz hast du. Und wenn du dann irgendwie 2020 anfängst, dann erst die ersten Gehversuche in der Richtung zu machen oder einmal im Monat was zu machen, dann ist das einfach viel, 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 viel zu wenig. Ich glaube, dass man eben das Internet fluten muss. Genau. Mein Beispiel habe ich da so im Hintergrund. Ich habe mir gesagt, okay, es gab ein Keyword bei YouTube, immerhin die zweitgrößte Suchmaschine der Welt, die zweitmeisten besuchte Website der Welt. Ich finde es immer krass, wie viele Versicherungen noch keinen YouTube-Kanal haben oder mit 5 Views und 5 Videos. Ja, das ist eine riesen Aufmerksamkeit und keiner ist da. Da ist aber der Kunde. Ich habe mir ja gesagt, okay, Insurance-Speaker ist mal was, da habe ich ja quasi auch so ein bisschen als Lebensunterhalt. Und da war ich nicht und habe gesagt, ich will dieses Keyword haben. Ich habe massiv dieses Content produziert oder Content, den ich sowieso schon hatte, irgendwie ein bisschen anders geschnitten, um am Ende des Tages dieses Keyword zu dominieren. Also natürlich ist Haftpflichtversicherung eine etwas andere Competition. Nichtsdestotrotz von den 10, von den Top 10 Plätzen waren dann 7, haben wir das geschafft, das zu machen. Ich glaube, dass man das eben auch für die eigenen Themen im Haus machen muss. Massiv Content auf das Video, also in diversen Plattformen rausbringen, um eben auch in Kombination mit der Qualität natürlich auch dann dort aufzutauchen. Also dieses wirklich Fluten und immer, wenn man glaubt, was kann ich denn noch machen? Einfach mehr, mehr, mehr. Und wie das geht, komme ich gleich noch dazu. 5 ist, das ist so gerade so ein Problem bei Versicherungen. Ja, ich habe auch in der Vorstandskommunikation gearbeitet, was in einer Breakout-Tagung bei der Allianz war. Nochmal sensationelles Unternehmen, ja, wenn jetzt das nicht sagen. Aber wie häufig da Schleifen gedreht worden sind für irgendwelche Dokumente, die dem Vorstand vorgelegt worden sind oder noch schlimmer an andere Vorstände geschickt worden sind, die sich meistens auch alle miteinander kennen und nutzen und so, war wirklich ein Irrsinn an Korrekturschleifen, einen riesen Aufwand gekostet. Und ich glaube, dass das mit den Kollegen, die damals an der Kommunikationsabteilung gearbeitet haben, war das ähnlich. Wir haben sehr, sehr viel darauf geachtet, dass jeder Punkt, jedes Komma, jeder Begriff, alles hundertprozentig richtig und korrekt war. Ich glaube einfach, dass Perfektion einfach ein Märchen ist. Dass das einfach, keiner ist perfekt, ja, und ich glaube auch, dass die Menschen das mittlerweile auch gar nicht mehr erwarten, dass Unternehmen perfekt sind. Weil häufig wird gesagt, wir können nicht anfangen, weil wir haben nicht die perfekte Strategie, wir haben nicht das perfekte Team, wir haben nicht die perfekten Tools, wir haben nicht das perfekte Budget. Ich würde sagen, egal, starten und einfach sozusagen seine Story teilen. Und zum Beispiel manche sagen auch, ja, wir würden gerne ein bisschen mehr kommunizieren, aber wir haben nichts zu kommunizieren, weil wir sind hinterher ein Team, Personal, Betrieb, und außerdem liegt das letzte Jahr richtig schlecht. Ja, was soll ich Ihnen jetzt hier erzählen? Dann sage ich, das ist eigentlich das Beste, was dir passieren kann, weil dann kannst du erzählen, was dein Plan ist, wie du das ändern kannst. Und wie gesagt, es gibt, egal in welchem Stadium eine Versicherung ist, ich glaube, man kann da eine Story draus machen. 6, hab eine Meinung. Also das, was ich gelernt habe, der Content, der am besten geht, das ist der, wo man sozusagen eine Position vertritt. Ja, als Versicherer kannst du das so nicht krass machen, aber
die Leute, das hast du ja am Vortag vorher gesagt, so weichgespülte Sachen mögen die einfach nicht, kriegen nicht die Aufmerksamkeit. Ich glaube, im Versicherungsbereich kann man klare Kante zeigen, keine Ahnung, wenn ein Produkt eingestellt wird, dass man sagt, das war halt einfach schlecht, oder dass man sagt, jemand, ein Entscheidungsträger, sie guckt vielleicht nochmal in den Tipp zu sagen, nee, sein Job war, hat er einfach nicht gut gemacht, anstatt da immer nur zu sagen, ja, er sucht sich jetzt einen neuen Job in der Wissenschaft oder sowas. Ja, wo jeder weiß, das stimmt alles nicht. Ist natürlich alles nur ein Beispiel. Und vielleicht nochmal dazu, also ich habe da auch, also mir kommt jetzt so, Max Daniel Schreiber von MLB, das ist auch ein sehr, ich würde sagen schon ein Freund, ja, aber als er trotzdem den verklagt hat, habe ich trotzdem, den Refox verklagt hat, habe ich trotzdem erst mit ihm das gesagt, dass ich das gut finde und dann aber auch einen Post geschrieben, wo ich gesagt habe, und ihr seht den Titel, Did Lemonade Fair File an Unfounded Lawsuit to Sabotage the Funding of a Competitor? Fragezeichen. Ja, das ist auch sehr rumgegangen, aber auch gerade deswegen, weil ich gesagt habe, wo unterscheiden man sich gute Freunde und schlechte Freunde? Gut, schlechte Freunde sind die, die dir das sagen, was du gerne hören willst. Und schlechte, gute Freunde sind die, die dir das sagen, was du nicht hören willst, zu einem Zeitpunkt, wo du es nicht hören willst. Und das ging sehr gut und es gibt dann noch ein paar weitere Beispiele. Ja, was natürlich super frustrierend, die siebte Sache ist, sei authentisch, das haben wir auch schon gehört, authentisch, ich sage roh und persönlich, der Content geht auch immer sehr gut. Was natürlich frustrierend ist, wenn man irgendwie eine Woche an einem Artikel sitzt über 7 Seiten und irgendwie sich Berechnungen für die Lebensversicherung auslässt und da irgendwie eine Debatte anstoßen möchte. Ja, das lesen auch ein paar Leute, macht man ein Selfie im Flugzeug, irgendwie hat das 1000-mal mehr Views. Ist zwar irgendwie lustig im Moment, aber irgendwie auch irgendwie frustrierend. Aber was man da mitnehmen kann, ist wirklich, das ist, was die Leute auch sehen wollen. Die wollen mitgenommen werden, die wollen das nicht sehen. Und ich glaube, da haben Versicherungen, gerade wenn man kein Produkt hat, was man ständig in die Kamera halten kann, wir müssen unsere Story einfach erzählen. Das ist auch, glaube ich, für Senior Management eine richtig spannende Sache, dass die halt sowas auch machen. Genau. Ja, Videos King, das ist auch irgendwie Videos King. Ich glaube, also wie gesagt, YouTube ist schon die zweite Engine und es gibt genug Statistiken, die sagen, dass ein Großteil des Internetvolumens mobil, aber auch im Desktop eben durch Video konsumiert werden müssen. Und da wird selbst Netflix und solche Streaming-Plattformen rausgerechnet. Und die meisten Unternehmen, und gerade im Versicherungsbereich, haben keine Videostrategie, keine YouTube-Strategie. Und ja, wenn man das Werbevideo, was man hat, bei YouTube hochlädt, das ist schon mal ganz gut. Ja, aber das passt vom Format meistens gar nicht. Und B, mehr. Man muss einfach mehr, man muss massiv eigentlich wöchentlich oder eigentlich täglich Content kreieren für die unterschiedlichen Zielgruppen, die es da so gibt. Jetzt kann man sagen, ja, das ist ja schön gut, wenn ich jetzt das 100-fache Marketingbudget hätte, ja, dann können wir das ja alles machen und wo soll ich eigentlich die ganzen Leute herkriegen, die das machen? Zwei Sachen, erstens, ich würde mal das Marketingbudget durchkämmen nach solchen Sachen wie Plakaten oder TV-Werbung. Lass uns mal, also radikal alles streichen wieder nicht, aus diversen innenpolitischen Gründen meist, aber lass uns das mal alles um 10% kürzen und schwupps, kann man sich eine ganze Content-Marketing-Abteilung leisten. Ja? Vielleicht noch mal so im Hintergrund, ich werde auch häufig dazu geholt, wenn große Unternehmen ihre Marketing-Budgets ausschreiben und dann die Agenturen kommen und pitchen. Dann bin ich wieder so ein stilles Mäuschen im Hintergrund und höre mir das dann an und soll danach was dazu sagen. Und gerade im Versicherungsbereich, was mich echt schockiert, ist, dass wir dort teilweise Konzepte verkauft bekommen von 2014. Die funktionieren einfach nicht mehr. Oder von 2004, noch schlimmer. Und dadurch, dass da irgendwie, also manchmal haben auch die Experten aus der Marketing- und PR-Abteilung dann im Raum, die da auch was sagen, aber ganz, ganz häufig sitzt dann der Vorstand und sagt, ja, das ist interessant und wunderbar und lass uns eine Plakatkampagne machen, wo ich dann schreiend aus so einem Raum rausrenne. Also nicht wirklich, aber manchmal würde ich es wirklich gerne machen. Aber Frage, was kann man machen? Ich glaube, man muss Content wieder benutzen. Und da meine ich nicht einfach nur das Werbevideo auch bei YouTube hochladen, sondern quasi aus einem Offline-Event oder aus einem Event diverseste Content-Teile kreieren. Das ist mal ein Beispiel. Wir können das auch Beispiel am heutigen Tag machen. Ja, heute ist das Meeting, das sind wir hier. Ja, das Offline-Event gerade jetzt hier. Das zweite ist, es wird ein Video entstehen. Ja? Da haben wir 1, 2 und das wird sozusagen ein Longformat-Video sein. Daraus wird es einen Text geben. Jetzt im Deutschen ist das bei, wir sind auf der englischen Seite, deswegen machen wir das auf Englisch. Aber wer das jetzt hier auf Englisch, wird wir auch in der Textbox machen.
Und ein Audio, das werden wir in Zukunft auch machen, das Audio werden wir verwenden und dann über diverse Kanäle ausspielen. Alleine nur mit dem kommt man eben aus einem Event, kann man 16 Content-Teile machen. Und wenn man aber jetzt zum Beispiel noch so ein Long-Format-Video, was wir jetzt hier heute kreieren, machen und das in diverse kleinere Ausschnitte aufteilt, damit wir sozusagen beim Durchflippen irgendwie angehen und der Person 10, 20, 30, 1,5 Minuten, Sekunden oder 1,5 Minuten drauf bleibt, und das multipliziert auch mal irgendwie der diversen Kanäle, auf denen wir sind, hat man plötzlich ein Offline-Event und 62 Pieces of Content, die man dann eben entsprechend ausspielen kann. Und das meine ich irgendwie mit mir. Und das, was ist der Clou hierbei? Dass es erstens schon sehr geringe Produktionskosten an sich hat. Ja, ich brauche keine Kameras für 100.000 Euro mehr. Und dadurch, dass du das quasi wiederverwendest, sinkt auch die Produktionskosten pro Content-Teil. Das wollen Werbeagenturen natürlich nicht hören, weil die wollen natürlich mit wenig Arbeit viel Geld verdienen. Aber das ist, was ich empfehlen würde. Ich würde es auch mal sagen, wenn ihr für 2 Millionen Euro einen Werbefilm macht oder für 1 Million Euro plus Distribution oder an meinem Anschein sogar ohne Distribution, macht das nicht, macht dafür 27.348 Content-Teile. Und das meine ich wirklich in der Zahl. Weil, und jetzt kommen wir wieder zu dem, was sowieso passiert, die ganzen Suchmaschinen werden das sehen und dann wirst du sozusagen automatisch auch deine Reichweite bekommen und spätestens, wenn du wirklich diese Machine Learning Algorithmen hast, auch die auf anderen Plattformen angewendet werden, wenn dein Content dort ausgespielt wird, dann hast du eben die Nase vorn, wenn du plötzlich irgendwie 7 Millionen Content-Teile hast. Mein letztes, Learning ist so, Bill baut eine Content-Maschine. Das ist quasi die Leute von Digital Scouting. Das heißt, wir haben, das muss noch nicht mal teuer sein. Ja, was heißt das? Und meine Designleute oder Johanna sitzt in Venezuela, Julia in den USA. Es gibt natürlich ein paar Leute in Europa, hier, die sind dort oben dargestellt. Aber auch Operations, einer meiner besten Leute, Raoul, der sitzt auf den Philippinen. Mein Videoteam, was dieses Video auch schneiden wird, sitzen in Thailand. Bedeutet besser und Wetter und meine Leute, die sich um Twitter auch kümmern und das optimieren, sitzen in Afrika. Was ich damit sagen möchte, ja klar, als Großkonzern muss man da immer ein bisschen aufpassen, aber an sich all das zu tun, selbst mit No Budget, ist eigentlich kein Problem, indem man nämlich heutzutage einen Großteil dieser Tätigkeiten eben nämlich auch Teams virtuell bauen kann. Ich würde sagen, von meinen Mitarbeitern habe ich 75% noch nie gesehen. Aber hier sehe ich ja täglich mit Skype und WhatsApp und whatever, aber die habe ich nie physisch gesehen. Ich glaube, das Versicherung, was man kann man davon mitnehmen, ist, man sollte so eine Content-Maschine bauen, die das, was man in der Schule hat, mit dem wir so kleine Teile machen, eben kann. Und wenn man die einmal gebaut hat, dann kann man die einfach füllen mit Rohmaterial und es spuckt eine riesen Anzahl an Content aus. Also, was produzieren wir an Content? Wir produzieren irgendwo zwischen 20 und 80 Content-Teilen am Tag. Und manche Leute sagen, naja, du bist ja ständig irgendwie bei LinkedIn oder Xing oder Twitter bei mir in meinem Newsfeed. Und dann sagst du, ja, was meinst du denn? Ja, das sehe ich so 2-3 Mal die Woche. Sag ich, das ist ja ganz schön Mist. Ja, da finde ich irgendwie 80 pro Tag mal 7 und dann bin ich nur 3 Mal bei dir in deinem Newsfeed. Ich denke, dass man eben auch so eine Maschine bauen muss. Und ich glaube, dass man mit Attention Hacking, also mit solchen Maßnahmen, mit solchen Content, eben die Aufmerksamkeit des Kunden wiedererobern kann und dann baut einfach eine Content-Maschine. Ja. Ja, danke schön. Was mir jetzt gleich gerade am Ende eingefallen ist, also ich folge auch vielen Leuten und habe auch immer viele Leute in meinem Feed. Ich habe manchmal das Gefühl, manche produzieren auch ein bisschen zu viel Content manchmal. Geht dir das nicht so? Also ich finde, wir produzieren auch viel Content und kriegen auch viel online. Das ist auch ganz gut, glaube ich. Aber ich finde, es ist, Fluten ist okay, aber es gibt auch Obergrenze, dass man vielleicht irgendwann nicht mehr relevant wird, weil man nicht mehr gesehen wird. Ja, natürlich. Da muss man natürlich ein bisschen aufpassen. Es muss natürlich immer relevant sein. Das heißt, es muss natürlich Content sein, den die Leute mögen und die interessant finden. Und ich bin ein bisschen hin und her gerissen. Also wenn man selber, also wie gesagt, auf der einen Seite produzieren wir unglaublich viel, auf der anderen Seite kriegen wir auch Feedback, wir sehen euch ständig, aber halt nur ein Bruchteil eigentlich. Ne? Und teilweise posten wir Sachen erneut nach 2-3 Monaten und kriegen da mehr Views und mehr Engagement, obwohl wir keinen Tag und keine Magic machen, als der Originalpost. Also man weiß nie, was zieht zu welchem Zeitpunkt. Das ist, also natürlich ein bisschen weiß man das schon, aber so richtig ernsthaft eher nicht. Und
Ich würde eher sagen, ich würde lieber riskieren, dass zwei, drei Leute dann einen blocken. Das ist auch okay, das sollen wir auch machen. Aber es geht ja um wirklich die Masse zu erreichen. Und die wird ja so bombardiert mit Inhalten von den anderen Industrien, die das schon irgendwie ein bisschen länger machen. Da dazwischen zu kommen, muss man, glaube ich, massiv das finden. Aber es ist kein Schrott, ne? Das ist schon klar. Gibt's jemanden, der gut findet? So, if you made it to here, it means you really like the video. It would mean the world to me if you could hit the subscribe button down here or sign up for our newsletter so we can give you all the hottest, newest trends we scout around the world for free even sooner.